Hallo Zockerfreunde! Ja, ich hatte euch ja versprochen, dass ich Dragon Age Inquisition Let's Playen will. Und nun ist es soweit. So, wir sind bei der Charaktererstellung. Und wie es bei RPGs so ist, will man ja eigentlich nicht sich selbst spielen, sondern eine völlig andere Charaktere. Und wir machen das gründlich. Zack. Erstmal weiblich und schon mal gar kein Mensch, ne? Das heißt, ich wähle eine der dreien aus. Also, lesen wir mal so ein bisschen die Vorteile. Erhalten 10% Resistenz gegen körperlichen Schaden. 25% Verteidigung auf was gegen Magie. Und sie haben 25% gegen Fernkampf. Ich würde sagen, wir nehmen eine Zwergin. Obwohl, das ist mir schon wieder zu nah an Mensch. Wir nehmen 11. Wir nehmen 11. So, wählen wir ein 11. Weiblich. So, dann hier zwei Waffen. Dabei können sie mit Dolchen in den Nahkampf gehen oder mit Pfeilen aus der Distanz. Okay. Hier. Dafür können sie entweder mit Dolchen im Nahkampf. Auch Dolche und. Schurken sind Kämpfer, die sich mehr auf die Schnelligkeit. Da steht irgendwie beiden fast das gleiche. Okay. Was haben wir hier? Krieger Zweihandwaffe. Aber gemeinsam mit einem Schild verwenden. Aber auch kleinere Waffen. Okay. Zweihandwaffen wie Streithammer oder Großschwerter zu führen, können aber auch kleinere Waffen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen eine Magierin. Ja, wir machen eine Magierin, damit das ein richtig schönes Fantasy-Spiel hier wird. So, und da ich das ganz entspannt spielen will. Machen wir es auf entspannt, easy, hätte ich fast gesagt. Ja gut, ich spiele dieses Game hier blind. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich da erwartet. Schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen. So, Dalish Schülerin, okay. Gut, wählen wir aus. Möchtest du eine individuelle Weltlage aus der Dragon Age Keep sowieso importieren. Warum nicht? Probieren wir es einfach mal. Keine Ahnung, was es bedeutet. Um eine individuelle Welt zu importieren, melde dich an und besuche die Dragon Age Keep. Ah ja. Okay. Wir bestätigen einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich da jetzt nicht angemeldet oder sonst irgendwas. Wir nehmen das jetzt mal so einfach so hin. Wahrscheinlich werden wir doch eine Standardwelt kriegen, weil ich mich da gar nicht angemeldet habe. Ist ja auch wurscht. Ich denke mal, es ist nicht so wichtig. So, was kommt hier jetzt? Ach so, da hätte ich noch durchblättern können. Jetzt ist es zu spät. Nun ist es weg. Okay, da. Ist das jetzt unser Charakter oder? Ne? Komm, zeig dich mal. Sieht aus wie ein Elf, ja? Ja, oh, das scheint unser Charakter zu sein. Oh, du hast aber gerade böse geguckt. Ja. Also so Standardkopf wollte ich eigentlich nicht. Nee, wir machen das auf Anpassen hier unten, das sehe ich gerade. Gut, allgemein gehen wir mal rein. Gesichtsform. Okay. Hautfarbe. Komm, du bist ein ganz dunkler Elf. So. Oder? Ja, das ist das Dunkelste. Jo. So, Tint. Ach du grüne Nonne, da können wir so ein richtig altes Schabracke aus ihr machen, hä? Nein. Sie ist noch jung und knackig. So, Augenfarbe. Ja, schauen wir doch mal. Ich hätte gern so schön
Strahlend blaue Augen. Gucken wir mal durch. Nee. Gucken wir mal durch. Da, das sieht schon eher nach was Blauem aus. Mehr Blau geht nicht. So, Haare. Haare. Oh, das sieht schick aus. Und, nein. Nicht im Ernst. Nein. Das, nein, das nehmen wir auch nicht. Ich weiß nicht, so diese kahlrasierten Stellen am Kopf bei Frauen, das finde ich immer unmöglich. Mag ich gar nicht. Ich mag ja auch lieber so lange Haare, wenn sie so schön hier am besten so runter bis auf bis zum Rücken. Aber also bis zur Lende runter. Nee, also ich gehe nochmal auf Anfang. Hier gucken wir hier nochmal durch. Das sieht hier ganz nett aus. Das auch. Wir nehmen das hier. Jo. Das nehmen wir. So, dann schauen wir mal weiter. Haarfarbe. Genau, da möchte ich ganz gern so schön knalliges Rot. Ich stehe auf rote Haare. Oh ja, das ist ein bisschen vielleicht zu kräftig. So machen wir's. So, die Stimme können wir auch verändern. Vielleicht so richtig. So richtig bassige Stimme. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Okay, es gibt nur zwei. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Also ich merke jetzt keinen wirklichen Ich Unterschied. hoffe einfach, dass ich helfen kann. Okay, jetzt schon. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Na gut, so viel Unterschied ist das nicht. Ich nehme das jetzt mal so an. Dann Ohren. Ohrengröße, die machen wir schön klein, würde ich sagen. Ohrenposition. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen weiter runter. Ein bisschen mehr angelegt. Sag mal. Ja, doch, so nehmen wir es. Ohrläppchengröße, die machen wir klein. Andere Richtung. Ja, die machen wir schön klein. So, Wangenknochen. Ja, die Wangenknochen müssen nicht unbedingt so deutlich hervordringen. Das sieht fieser. So, ja, so machen wir das. Wangenform. Da können wir hier so ein bisschen schmaler machen, das Gesicht. Würde ich sagen, sieht auch, ja. Ein bisschen runder können wir es hier. Ich würde sagen, wir machen es hier so ein bisschen runder, aber nicht gar so rund. Ne? So ein bisschen, das sieht so ein bisschen schmolliger aus. Gut, dann hier Brauengröße. Okay. Können wir hier die Augenbrauengröße, können wir hier noch, ich würde sagen, wir machen das so, oder? Nö. So hochgezogene Augenbrauen wollen wir nicht. Aber was hat das mit der Größe zu tun? Weil hier, ich sehe nur, dass sie nach oben und unten geschoben werden. Und ich mache die so ein bisschen so. Stirn. Die Stirn, die könnten wir eigentlich so ein bisschen breiter, aber das ist. Nee, das sieht blöd aus bei ihr. So machen wir das. Gut, dann mehr ist hier nicht. Gut, zurück. Dann Augen. Genau, die Augenform. Da hätte ich ja gern. Augengröße, genau. Da hätte ich gern so große Augen. So. Wow. Ich mag so große Augen. So, Augenposition. Ein bisschen mehr rein, oder? Moment. Bisschen mehr rein. Ja, so. Nicht gar so tief rein. So, Augenneigung und Abstand. Ja, so ein bisschen. Ja, genau. Das ist gut. Dann Augenbrauenstil. Okay. Aha. Fangen wir mal vom ersten an. Okay, das ist. Wow, voll buschig. Nein. Nein. Oh, das wird ja immer schlimmer. Okay, das könnte. Das ist ganz dezent. Alter Schwede. Ich würde sagen, das ist ja schon fast so normal, ne? Doch, das nehmen wir. Das nehmen wir.
Dann Augenbrauenposition. Ein bisschen höher, ja, das ist gut. Da guckt es so unschuldig, ne? So, ich kann kein Wässerchen trüben. Wimpernstil. Okay, Wimpernstil. Das, jetzt sind sie ganz verschwunden irgendwie. Ich hätte gern so kräftige Wimpern. Da, das ist gut. Sieht man jetzt vielleicht im Video nicht so dolle? Ja, doch. Die nehmen wir. So, äußere Irisfarbe. Blau. Blau ist schon mal ganz klar. Ich mag blaue Augen. Ich stehe da voll drauf. So. Innere Irisfarbe, da machen wir auch hier so. Und dann haben wir richtig geil. Da stehe ich ja voll drauf. So, das war's schon zu dem hier. Zurück. Dann Mundkiefer. Mundform. Ja, ist so ein bisschen so leicht offen. Und dann, Moment. Die Mundbreite nicht so kräftig. So. Lippendicke ein bisschen mehr. Nee, das sieht aus, als hätte sie irgendwie ein Kieferproblem, oder? Nein, das machen wir nicht. Halt, Mundkiefer. Wir gehen nochmal auf die Mundform. Oh, das ist auch so. Das ist auch Schmollmund. Ne? Nein, das sieht so ein bisschen verbissen aus. Das ist eher so normal. Ich würde sagen, wir nehmen das da. Ne? Und die Mundbreite, die lassen wir. Mundposition. So ein bisschen mehr runter. So. Ja. Gut. Lippendicke ist vielleicht ein bisschen viel so. Dann Kieferpartie. Moment, scrollen wir erstmal ein bisschen runter. Kieferpartie. Dann, so. Ja, so ein bisschen kantiger. Klein wenig vielleicht. So, da ändert sich jetzt nicht viel. Ah, so. Ja, so ist okay. Dann Kiefergröße. Oh ja. Ah, ja. Das macht das Gesicht an sich ein bisschen runder. Finde ich auch recht hübsch. Kinnbogen. Das ist hier. Hier, dieser Bereich ist das. Ich glaube, von vorne sieht man das besser. Ja, so. Kinngröße. Wenn wir gerade gucken. So, so ist gut. Kinnform. So, da haben wir hier. Moment. Machen wir mal ein bisschen von hier. Alter, voll die Hexe. Nein, das machen wir nicht. Wir machen so ein bisschen. Ah, so. So. Doppelkinn. Nee, Doppelkinn haben wir nicht, ne? Oder? Wow. Nein, machen wir nicht. Wir machen es so ein bisschen so. Ja, das sieht knuffig aus. So, Adamsapfel. Wollen wir den Adamsapfel verpassen? So. Uff. Nein, nur so ganz dezent. Ganz kleines bisschen, weil das ist ein bisschen zu viel. So. So ein bisschen, ne? So, zurück. Jo. Namen und Tätowierungen. Die Tätowierung, die möchte ich ja ganz gern behalten. Die gefällt mir schon ganz gut. Aber die Farbe. Kann man die Tätowierung Design? Tätowierungsfarbe, genau. Die machen wir ein bisschen so mehr vielleicht ins Weiß rein. Dass es so ein bisschen sich abhebt. Jo. Moment mal, Narbe. Da, so ein bisschen dezenter. So, das ist gut. Das lassen wir so. Narbenintensität ist okay. Horizontale Position. Da können wir die Position nochmal verändern. Tätowierungen wollte ich hier so lassen. Gut. Dann Make-up. Also mit Make-up kenne ich mich gar nicht aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da gar keine Ahnung. Ich bin auch eher jemand, der es am liebsten natürlich hat bei einer Frau, die am besten gar kein Make-up. Lippenkonturfarbe.
Okay. Lippenfarbe, genau. Mach so ein bisschen mehr rot. Und dann die Intensität ein bisschen anheben, nicht zu kräftig. Ja, das ist okay, würde ich sagen. Die Konturfarbe, das machen wir auch mehr so ein bisschen in diese Richtung. Lippenglanz. Oh, voll glänziges. Glänziges Lipplein. Okay, das lassen wir so. Ne? Würde ich sagen. Das lassen wir so. Gut, das war's dann dazu. Die Änderung übernehmen. Das, so, Standard ist ja Anne Rihanna. Ne, das ist ja Standard, so heißen meine weiblichen Charaktere alle. Meine männlichen Charaktere heißen ja Mythos, das wisst ihr ja. Und weibliche heißen dann Anne Rihanna. Gut, schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Auf jeden Fall ist sie da in irgendwelchen grünen Wolken drin, ob die giftig sind? Nicht, dass er uns verreckt, bevor überhaupt das Spiel begonnen hat. Oh, das sind ja nette Tierchen. Alter Schwede, sowas würde ich ja gerne als Haustier so haben. Voll so spinnenmäßig. Ich liebe ja Spinnen, ne? Das wäre da auch mal eine schöne Spinnengattung. Was ist jetzt? Hat da berührt und... Okay, im Moment kommt ein bisschen wenig Sound, habe ich das Gefühl. Ich werde das wohl noch einstellen müssen. Dass es ein bisschen lauter wird vom Game-Sound her. Da werden wir gleich mal schauen, wenn der Ladebildschirm vorbei ist. Weil sonst wäre das ja viel zu dunkel. Und das machen wir, wollen wir so nicht. Das wollen wir so nicht. So, und nü? Okay. Oh, die hat Blitze in ihren Händen. Das kann interessant werden. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Okay, das ist schrecklich. Ich denke, ich war es, nicht so. Alle sind tot? Was meint ihr damit? Erklärt mir das! Also für die Lippen hätten wir uns vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen sie, Cassandra. Okay, all diese Leute, lasst mich gehen. Und was jetzt? Ich bin verwirrt. Ja, man sollte sich eigentlich auch um diese Leute wirklich Sorgen machen, denn ich meine, es sind ja sehr viele gestorben. Sie sagte ja gerade, alle tot, außer sie jetzt. Ich kann es einfach nicht glauben. All diese Leute sind tot. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt. Und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Die Nase hätten wir auch noch ein bisschen besser verarbeiten sollen. Die hatte irgendwie so eine Hakennase, oder? Kann man das noch nachbearbeiten? Es ist einfacher,
wenn ich es euch zeige. So eine kleine Schönheits-OP machen oder so? Oh. Leuchtet so grün wie ihre Hand vorhin. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Offensichtlich hat es tatsächlich was mit ihrer Hand auch zu tun. Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay. Nachforschen? Wie sollte es das aufhalten? Ihr glaubt weiterhin, ich war's. Okay. Ich würde sagen, warte mal, schau mal hier nochmal die Option durch. Wenn ich kann, werde ich helfen. Rettet es mich, euch zu helfen? Habe ich eine Wahl? Nehmen wir das hier. Wenn ich kann, werde ich helfen. Ich verstehe. Das heißt, ich werde tun, was auch immer nötig ist. Koste es, was es wolle. Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst, so wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Jo, anscheinend kommt da nichts Gutes raus aus dieser Bresche. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Ja, das würde ich jetzt auch gern wissen. Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. Okay. Gut. Anscheinend müssen wir da weiterlaufen. Öffnet das Tor. Wir gehen ins Tal. Okay, gut. Gehen wir ins Tal. So. Ja, ich habe eben nur mit WASD gesteuert. Und dann habe ich mal hier so mit Rechtsklick-Maus, wenn man die rechte Maustaste gedrückt hat, dann kann man da so mit samt Bild so ein bisschen steuern. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Au! Was war das denn? Die Abstände werden kürzer. Okay. Gut. Je größer die Bresche wird, desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, mit denen wir es zu tun haben. Aha, also Dämonen kommen daraus. Ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie sagten, hinter euch ist eine Frau. Oh! Echt jetzt? Da kommt was Fieses. Bleibt hinter mir! So, wir sind doch Magier, wir müssten doch auch was tun können. Der Stab, genau. Das heißt, wir haben jetzt einen Zauberstab, ja? Der liegt da einfach mal so rum. Okay, drücke R, um anzugreifen. Okay, ich drücke R. Ah!
So. Ah. Wenn wir R gedrückt halten, dann feuert das Ding hier ständig. Es ist vorbei. Weg mit der Waffe. Los. Ein bisschen vertrauen musst du uns. Ihr müsst mir vertrauen. Wenn ihr mich durch ein Tal voller Dämonen führen wollt, werdet ihr mir vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Ihr habt recht. Ihr braucht zwar keinen Stab, aber ihr solltet dennoch einen haben. Ich kann euch nicht beschützen. Ja, also so ein bisschen vertrauen sollte sie uns. Sonst hätten wir da ein Problem. Ich sollte mich daran erinnern, dass ihr bereit wart, aus freien Stücken mitzukommen. Ja, genau. Nee, das ist schon wichtig, dass sie uns vertraut. Nehmt diese Tränke. Weiß der Erbauer, was uns erwartet. Was? Tränke? Wo? Wo sind eure ganzen Soldaten? Wo sind denn die Tränke? Im Lager oder im Kampf. Wir sind im Moment auf uns allein gestellt. Also ich... Moment mal. Da. Nein? So, Rechtsklick. Aha. Schreiberkapuze, okay. Liegen hier noch mehr rum? Ich will mal gerade schauen. Aber die hat ja eben was von Tränken gesagt. Ich nehme an, dass es bei irgendeiner Leiche hier, ne? Bisher sehe ich nur den einen. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Wird sich sicher... Obwohl, ich will mal gerade schauen. Wir haben doch diese Kapuze aufgehoben, ne? Rüstung. Genau, wir haben hier Rüstungswert. Ah. Okay, ziehen wir das doch mal an. Den Harnisch und dann Kapuze der Templer. Was? Plus 3 Verteidigung. Okay, ziehen wir den Helm an. Gut, dann haben wir hier einen Helm an. Das sieht ja mal ganz bescheuert aus. Söldnerharnisch. Den haben wir ja an. Und den wollen wir nicht. Gut, dann haben wir schon mal ein bisschen mehr. Haben wir noch andere Waffen? Ne, wir haben nur die. Wir haben nur die. Gut, Aufwertungen. Aha. Das können wir später auch noch. Wir können craften, so wie es aussieht. Also es scheint interessant zu werden auf jeden Fall. So, Fähigkeiten. Fähigkeiten verwenden Mana und Ausdauer, um im Kampf mächtige Effekte zu erzielen. Die meisten Fähigkeiten können erst nach einer gewissen Zeit erneut eingesetzt werden. Okay. Da, Vorsicht! Wenn wir sie flankieren, sind wir vielleicht im Vorteil. Ja, aber ich kämpfe mal hier so von hier aus. Dann kriegen die mich nicht so schnell. So, und dann vielleicht mal die 1 drücken. So, nee, das war die 2. So, und dann näher da hinten. Hä? Zack. Futsch. Haben wir das geschafft. Also aus den Toten kriegen wir nichts raus, wenn wir, die können wir nicht looten. So. Und bevor da wieder haufenweise Fragen in den Kommentaren kommen, ja, Skyrim geht auch weiter. Ich werde das so ein bisschen umplanen auf meinem Kanal, dass mal dies und mal das kommt, ne, das, und sobald Skyrim, ne, plündern, bitte. Also, so Skyrim dann fertig ist, wird dann, also nach Skyrim soll dann auch, Dings kommen, Fallout 3. Ne? Weil, fand ich, ist auch ein richtig geiles Game. Ich habe das ja auch schon mal so ein bisschen gezockt gehabt. Okay, hier können wir wahrscheinlich nichts looten. Oh, da ist so ein Viech, das, Auf dem Hügel. Er greift uns aus der Distanz. So. Und, Ah, das ist gut. Ja, wir greifen auch aus der Distanz an. So, den haben wir, denke ich mal, platt. So, dann gehen wir weiter. Ach, hier geht's gar nicht weiter.
Halt, Moment, da liegt aber was. Das nehmen wir noch mit. Wir müssen direkt in der Nähe stehen, um das plündern zu können. So, Gold haben wir gekriegt. Gut, hier ist noch was. Das nehmen wir auch mit. Irgendeine Wurzel. Okay. Und wo geht's jetzt hier weiter? Was wird da hoch? Das sieht nicht so aus. Das sehen wir. Ach, hier die Treppe wahrscheinlich. Können wir hier noch irgendwas plündern? Nö. Ja. Ich meine, es ist ja auch schon bei den meisten Games ziemlich krass gemacht. Ich meine, man tötet hier irgendjemanden und dann werden die Toten noch ausgeraubt, ne? So Leichenflattern. Das nennt sich ja Leichenflatterei. Keine Ahnung. Okay, dann nichts wie drauf da. Und zack. Zack, mach alle, mach alle. So, den haben wir. Kommt noch mehr? Ah, so kann man hüpfen. Halt. Da war doch was. Habe ich doch richtig gesehen. So. Ja, das sind schon recht kräftige Angriffe, die man mit diesen Special Effects machen kann. Lass das, lass das, lass das. Nicht mich. Okay, haben wir den? Da ist noch einer. Warum hast du noch nachgeschlagen? Ich habe doch den Knopf längst losgelassen. Okay. Gut, ich nehme an, wir müssen da auch die Treppe hoch, weil ich denke mal, da wird es auch nicht weitergehen. Aber vielleicht liegt da ja irgendwas. Gucken wir uns das mal an. Nee, es sieht nicht so aus, als wenn da hier irgendwas wäre. Doch, da. Ja, da haben wir nochmal 44 Gold gekriegt. Es wird wahrscheinlich auch noch wichtig sein, dass wir irgendwie Sachen kaufen können. Gibt es bestimmt Händler oder irgend sowas. So, hier mal rauf. Wir nähern uns dem Riss. Man kann die Kämpfe schon hören. Jeder Ja. kämpft da. Das werdet ihr gleich sehen. So, ich will mal gerade so ein bisschen auch den Sound ein bisschen lauter machen. Das ist ja Optionen, Audio. Vielleicht so ein bisschen mehr auf die Gesamtlautstärke. So. Ja, übernehmen wir. Aber das ist so ein bisschen leise, finde ich, insgesamt. Ich finde das immer noch sehr leise. Moment. Audio. Das so ein bisschen mehr. Hier so ein bisschen mehr. So, Musik lassen wir aus, die will ich nicht. So, okay, das ist schon besser. Das hört sich schon kräftig an und da müssen wir jetzt mal so ein bisschen drauf gehen. So. Wir müssen wohl näher ran. Okay. Und noch näher ran. Kriegen wir hier noch ein paar? Komm, du musst doch klein zu kriegen sein. Jawohl. Diese Zusatzattacken sind wirklich sehr stark, habe ich das Gefühl. Oh, Big Boss. Schnell, bevor noch mehr hindurchkommen. Er weiß offensichtlich, was es damit auf sich Was hat. habt ihr gemacht? Mit Ich leuchtenden habe Hand. überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Okay. Ich kann also helfen. Dann ist das Ding ja doch für irgendwas gut. Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Moment mal, Und anscheinend hatte ich recht. du hast das nur Das bedeutet, vermutet? dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte. Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Varric Tethras, Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte.
Ja. Gehört ihr die Kirche an? Schön euch kennenzulernen, nette Armbrust. Wie geht's jetzt weiter? Also, ich habe den Riss geschlossen. Was jetzt? Jetzt treffen wir uns mit Liliana. Eine wirklich ausgezeichnete Idee. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen, mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Okay. Moment mal, ich danke euch. Dazu seid ihr imstande. Tod nütze ich niemanden. Ihr wisst von dem Mal? Ihr scheint ziemlich viel über das alles zu wissen. Saulus ist genau wie ihr ein Abtrünniger. Genau genommen sind jetzt alle Magier Abtrünnige, Cassandra. Ich konnte durch meine Reisen viele Dinge über das Nichts lernen, die weit über das Wissen jedes Zirkelmagiers hinausgehen. Ich bin hier, um hinsichtlich der Bresche meine Hilfe anzubieten. Wenn sie nicht geschlossen wird, sind wir alle, egal welche Abstammung, verloren. Das hört sich nicht gut an. Das verdient Anerkennung. Und wenn es hier vorbei ist, ich werde tun, was ich kann. Ja, ich werde tun, was ich kann. Wenn ich in der Lage bin, die Bresche zu schließen, werde ich es auch tun. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Eure Gefangene ist zwar eine Magierin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja, Bianca ist schon ganz aufgeregt. Ja, hört man deutlich. Würde ich sagen. Wir sind es auch. Aber an dieser Stelle werden wir jetzt erstmal das Spiel unterbrechen. Haltet mal die Klappe. Kann man das irgendwie zwischenspeichern? Ja, gut. Kann man. Gut. Also, ich sag dann bis zum nächsten Mal und tschüss.